Ich habe was gemacht, was ich schon länger machen wollte, und zwar meine Winterhandschuhe einmal fürs iPhone fertig zu machen. Und zwar habe ich mir aus alten Kopfhörerkabeln ein bisschen Draht rausgeholt und habe den quasi als Nähgarn benutzt und damit die Fingerkuppe vom Zeigefinger an beiden Seiten vom Handschuh durchgenäht. Und damit lässt sich jetzt auch das iPhone bedienen. Ihr seht es, man kann es entsperren, man kann einen Ordner aufmachen, kann scrollen, kann man Words with Friends starten und da kann ich euch auch zeigen, ich kann reinzoomen, ich kann die Karte hin und her schieben, ich kann auch Buchstaben hin und her schieben. Und Multiflow funktioniert natürlich auch. Was natürlich nicht geht, ist, wenn man eine Karte aufmacht, dass man dann reinzoomt, wie man das kennt, weil am Daumen ist noch nichts. Aber ich kann natürlich doppelt drauf auf eine Stelle und dann zoomt er auch rein. Was ein bisschen schwierig ist, ist tippen. Man gewöhnt sich da sicherlich dran. Aber ihr seht es, der Handschuh verdeckt doch eine ganze Menge vom Bildschirm. Aber es soll ja auch keine Daueranwendung sein, sondern eigentlich nur, damit ich nicht unbedingt die Handschuhe ausziehen muss, wenn ich mal irgendwie zwischendurch unterwegs die Handschuhe draußen auf Twitter unterwegs bin. Und mal ein bisschen gucken will, was die Leute so schreiben, ohne mir dabei die Finger abzufrieren. Seht, funktioniert alles wunderbar. Ganz einfach zu machen, ist eine Sache von 5 Minuten. Sieht gar nicht mal so hässlich aus. Der andere Handschuh ist auch fertig gemacht. Der andere Draht war blau, da sieht man es noch weniger als mit dem roten. Aber ich dachte mir, der rote ist besser für das Video, damit ihr dann auch mal seht, wie groß ungefähr die Fläche sein muss, damit es dann funktioniert. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.